Live aus dem PS-Speicher in Einberg. E-Jodling Motors. Der dritte Treckertag in Einberg. Ja, am PS-Speicher. Die Traktoren sind draußen, die meisten Bulldogs sind draußen, die Landwirtschaft ist ziemlich leer. Noch ist der Platz auch nicht ganz so voll, wird aber gleich noch, denke ich. Wir stehen vor dem legendären Holzgas-Bulldog, der Rückbau, der wir schon bei dem großen Umzug gefahren sind. Meine Lieblingsmaschine hier, wir filmen gleich noch mal ein bisschen drauf. Ich finde wirklich ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hier vom Speicher, von der Sammlung. Hat sonst kaum einer, ist wirklich eine ganz, ganz seltene Maschine. Holzgasregler ist, glaube ich, der letzte damit. Ne? Die anderen sind alle auf Alldrehzahlregler umgebaut, hat nur noch der hier. Das ist wirklich eine ganz tolle Maschine. Ich filme gleich mal. Leider können wir den Regler natürlich nicht filmen. Die Tonne nehmen wir jetzt hier nicht ab. Aber ich kann ihn nachher sicherlich auch nochmal anmachen. Werden wir filmen. Fritz ist dabei, der filmt für euch. Und ich hoffe, das wird gut. Ne? Das sind tolle Maschinen hier. Vieles ist draußen. Man kommt ran. Es ist auch noch sehr früh. 7 Uhr oder was? Was ist? Wie spät, Fritz? Ja, 7.30 Uhr ist noch total leer. Noch keine Menschen. Man kann filmen. Ich hoffe, es wird schön. Ich habe ein neues Mikro drauf. Mal gucken, wie das wird. Ich sitze jetzt hier vor der Maschine, man kann sehr schön die Gasschleuse daneben hier sehen. Hier, die Gasschleuse. Erst damit wurde dieser Betrieb von Holzgas überhaupt möglich, bevor über die normalen Überströmkanäle das Holzgas anzuziehen, hat die ganze Maschine versotten lassen. Das war so die eigentliche Lösung von Firma Lanz, um die Bulldogs auch überhaupt holzgastauglich zu machen 1942. Besonders ist bei diesen Maschinen, dass es eine Reingasmaschine war. Die sind tatsächlich nicht mehr mit Diesel gestartet worden. Also nicht Zweistoffbetrieb, sondern nur rein mit Holzgas, mit Benzin gestartet. Dann nur noch auf Holzgas gelaufen. War umständlich, unschön. Und als dann wieder Diesel zur Verfügung stand, ist sofort zurückgebaut worden auf Diesel. Na, die Gasschleuse musste dranbleiben, weil er sonst ja keine Luft kriegt. Besonders bei ihm ist natürlich, dass er den großen Hubraum hat, dass diese 10,3 dann nicht mehr gereicht haben im Holzgasbetrieb. Da ist der Hubraum vergrößert worden und hat über 12 Liter. Man geht davon aus, also ich glaube, gemessen hat es wirklich noch keiner, aber dass die Holzgasmaschinen mit dem großen Hubraum über 10 Liter, dass sie über 60 PS haben. Also nicht 55 wie der größte normale Glückhoff-Bulldog, sondern dass der 63 PS hat. Ich meine 63 sagt man. Man sieht, dass das hier schon doll anders ist. Ich zoome gleich nochmal rein, dass die Einspritzpumpe anders, also das zum Vorpumpen ganz anders ist. Die Einspritzpumpe ist anders. Ventil ist anders, war halt kein Platz. Dieses Absperrventil kann man sehen, hier ist der Kraftstofffilter. Das ist alles schon doll anders. Ne? Wie gesagt, das unterscheidet sich stark von den normalen Maschinen und ist heute wirklich selten. Neben der offensichtlichen Gasschleuse kann man an der Maschine noch diverse andere Merkmale entdecken, die ihn zweifelsfrei als Holzgasumbau identifizieren. Hier das Steigrohr mit den gebohrten Angüssen und dem Tankdeckel mit umgedrehter Verschlussfeder, die lange Lüfterwelle bzw. längere Lüfterbock, der weiter ausladende Auspuffkrümmer, der Tank, der ja original gar nicht vorhanden war und der beim Umbau umständlich geschweißt werden musste. Ebenso die Motorhaube, an der man noch diverse Löcher, Leitungen, Federn und Hebel sieht. Der breite Vorderachswinkel ist auch typisch für eine Holzgasmaschine und natürlich auch die zu dieser Zeit sonst unübliche Federachse. So schlimm sieht das gar nicht aus. Oh, umgekippt. Mist. Oh. Was passiert? Scheiße. Ja. Stinken tut sie auf jeden Fall. Thank you.
Fritz hier. Oh, was ist das? Sag nicht, dass du Fritz heißt. Hä? Heißt er Fritz? Nein, Moritz. Ach so. Aber wir sagen immer Fritz hier. Super schwer. Kompression ist da, muss man sagen.